Heiße Ideen, Kakao, Punsch und mehr für die kalte Jahreszeit. Hier kommen wir zum Teil 2 unserer heißen Klassiker. Herzlich willkommen hier zum Rumschnacker TV. Ich bin der Rumschnacker Falk Redlich, mit mir der Ille und wir sind in Teil 2 der heißen Klassiker. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum rum, sondern wir starten rein. Thema der Woche. Und dich erwarte, du weißt das gar nicht. Ich überrasche dich also völlig damit. Es geht heute um Heißgetränke. Hahaha, auch im praktischen Teil, im Thema der Woche. Und ich habe schon mal fast alles auf den Tisch gestellt, was wir vorweg pur trinken müssen. Leider. Und dann mit einem Heißgetränk vermischen. Da freue ich mich drauf. Völlig neues Thema. Man sieht ja schon im Hintergrund, wie kalt es ist. Na, der erste Schnee war ja vielleicht schon da, ansatzweise. Und ja, Heißgetränk, also ich habe heute Morgen schon Schnee geschippt. Echt? Und ich musste mein Auto von Schnee befreien. Der war schon richtig festgebappt. Ja. Mein Angestellter hat auch schon die Einfahrt freischippen müssen, wenn ich aus der Tiefgarage komme. Schön. Ja, ja, doch. Also man sieht den Leuten schon jetzt bei der Winterarbeit zu. Ich bin sehr gespannt drauf. Ne? Ich habe hier gleich eine Offenbarung für dich. Ich gebe dir mal nicht so viel. Und zwar haben wir hier einen schönen Rum. Mhm. Vielen Dank an Old Man. Die haben die Flasche zur Verfügung gestellt. Ui. So, was haben wir denn? Und zwar haben wir den FRC und WDC Fidschi. FRC, Flensburg Rum Company, die haben das mal geändert. FRC, weil Flensburg Rum Company im Süden Deutschlands nicht so ganz gut angekommen ist. Ja, die verbinden mit Flensburg immer nicht so viel. Nicht so viel, genau. Und dann haben sie das FRC ein bisschen kryptischer. Und dann steht hier WDC und das ist der Wu-Drum Clan. Vielleicht hast du schon mal gehört von der Band Wu-Tang Clan. Hast du schon mal was von gehört? Nein. Nein? Nein? Wu-Tang Clan? Ich höre Metal. Wu-Tang Clan ist eine wie sagt man, House, eine Hip-Hop oder Rap. Ich weiß jetzt nicht, wo der genaue Unterschied ist. Okay. Ist so eine Band und drei Rum-Fans und Spirituosen-Fans haben sich zusammengetan und haben sich scherzeshalber Wu-Dram Clan genannt. Abgeleitet. Okay. Davon. Die haben sich also zusammengetan und haben einen Rum auf den Markt gebracht. Und das ist der Fidschi 2006, 17 Jahre alt. Der lag 17 Jahre. Single Cask Rum, genau. Der lag 17 Jahre im Fass. Ja, rum. Absolut. Und hat aber immer noch 72,5 Bums. Mhm. So, ich will mal ein bisschen was vorlesen. Sehr gerne, ich rieche mich schon mal rein. Distillation Equipment. Die Distille, die das destilliert hat, hat zwei alte jamaikanische Potstill-Anlagen importiert nach Fidschi und hat das dort destilliert, mit, so wie die Jamaikaner ihren Rum destillieren. Die beiden Kupferpötte sind dafür bekannt, reichhaltige, flavorful, also aromatische Rums zu produzieren. Ich rieche das schon. Rum and Aging Process. Der Rum wurde destilliert am 10. Dezember 2006, wurde dann in frische Bourbon Barrels, also Bourbon Fässer getan, was ich geil finde. Ich liebe das ja. Matured tropically until 2017. Wir haben also 4 und 7, 11 Jahre lang tropische Reifung. Das sehr schnelle Reifung ist das. Und dann wurde der Rum in die Vereinigten Königreiche geschippert und dort noch einmal bis 2024 gereift. Und das macht 17 Jahre insgesamt. Angebrochene Jahre werden nicht gezählt. Aber im gleichen Fass. Im gleichen Fass. Oder wurde auch umgefüllt. Matured in Bourbon Barrels. Okay. Nein, das Fass wurde hierher gebracht. Also 17 Jahre wirklich in dem Bourbon Fass durchgehend. Absolut. Und dann aus diesem Fass sind nur 256 Flaschen entstanden. Das wird ja auch immer weniger über die Jahre. Eine Flasche kostet 175 Euro, habe ich gesehen. Mhm. Und keine Additive, keine Färbung, kein Zucker, nur Pure Rum. No Bullshit, wie
Wie Herr Kröger immer sagen würde. Also was so auffällt, ist schon mal gleich der Geruch. Also was sagst du? Boah, es ist ein ganz sanfter, ja, vom Geruch erstmal ganz sanfter, fruchtiger Körper, wo du jetzt, und man hat ja so Triggerwörter, ne? Wenn du jetzt gerade vorgelesen hast, Tropical, ganz egal, was du davor oder danach gesagt hast, zündet gleich durch, das Ding riecht echt fruchtig, so nach einer, wie nennt sich das, Papaya oder Mango-mäßig oder so. Ja. Boah, Wahnsinn. Ich habe aber auch ganz viel Vanille, habe ich aber auch Vanille-Kakao. Ja, also absolut weicher Körper. Und wenn du jetzt schon sagst, 17 Jahre, das kenne ich auch vom Whisky jetzt her. Ne? Also wenn aber du hast hier tropische Reife, das ist dreimal so schnell. Ja, also der ist ja auch warm draußen, ne? Und nicht so kalt, genau, man sagt kaltirisch. Geschmacklich, ne? Man sagt man dreimal so schnell. Genau, der Talisca liegt ja auch im kalten Atlantik irgendwo rum an der Küste. Deswegen kriegt er seine Schädeldecken entfernende Schärfe. Und der Rum, wenn der jetzt in den warmen Gefilden vor sich hinreift, hat ein ganz anderes Arbeitsleben hinter sich. Ne? Fidschi gehört auch zu meinen Highlights, was Rumländer angeht. Mhm. Jetzt nicht auf Platz 1, aber wenn ich müsste, ich muss ja nicht. Also vierter Platz in der Landesskala Berndi. Boah, Hammer. Also ich traue mich, den schon gleich zu trinken, weil man sich an dem schon so satt riechen kann. Ne? Geil, ne? Also es ist schon, da sieht man, Rum ist ein Genussmittel. Absolut. So, also guck mal, was wir uns eingeschenkt haben. Das ist ja eine Pfütze. Das macht gar nichts. Das ist kein CL drin. Da ist so viel drin. Also in 17 Jahren entsteht ja nicht viel Menge, aber viel Geschmack und Geruch. Und du hattest das ja auch schon mal erwähnt, ähnlich wie beim Whisky. Also alles, was ein Alkoholiker in einem Fass lagert, in einem Holzfass, muss man sagen, das arbeitet da drin ja nicht nur, sondern es diffundiert. Das heißt, durchs Holz ist ja nur nicht 100% wasserdicht auf 1000 Jahre. Das würde es in einem, luftdicht. Ja, genau. Es würde es in einem Metallfass, wo nicht zum Beispiel eine Bierreifung manchmal stattfindet heutzutage, das wird ja weniger. Ja. Also wenn du da so ein 1000 Liter Fass hast, nach 10 Jahren sind da keine 1000 Liter mehr drin. Nein. So. Das ist das Spannende an Alkohol. Und dann kommen dann, wie viel sagtest du, im Grunde nur 256 Flaschen aus dieser Produktion letztendlich. Wie kommt das denn, dass jetzt, weißt du das, so eine Fässer werden in der Regel mit 64 Volt ungefähr ab, werden die destilliert? Krass, pass auf. Werden destilliert und dann werden die mit Wasser auf 64 Volt ungefähr gebracht. Dann kommen sie ins Fass. Das ist so das Standardmaß, was angewendet wird. Oh. Andere machen es anders, aber ganz selten passiert das. Das ist ein ermitteltes Maß, wo man Verlust und Geschmack irgendwie in Grenzen hält. Der hat aber 72. Wie kann denn das sein? Weißt du das? Ja, also im Grunde ist das Verhältnis. So, das heißt, wenn ich das Wasser... Aber wenn er mit 64% ins Fass kommt, wie kann er dann mit 72 da rauskommen? Indem er Wasser verliert. Richtig. Genau. Also man wird ja kaum Alkohol dazu tun, also Industriealkohol dazu, dann sind wir nicht mehr beim Rum. So, deswegen denke ich, ist es physikalisch nur möglich, indem der Wasseranteil je nach Klima verlierst du Wasser oder Alkohol. Also meistens beides, aber eins mehr als das andere. Ja. Und so kann es zum Beispiel sein, in Schottland verliert man relativ viel Alkohol. Wegen der kalten Außentemperatur ist Wasser der Alkohol, Alkohol also schneller weg als das Wasser. Genau. Aber wenn es sowieso schon so warm ist. Genau, wenn es sehr, sehr trocken ist, dann geht auch mal Wasser flöhen. Genau, weil der Wasseranteil ja... Ja. Ja, wenn die Feuchtigkeit von außen nicht kommt, dann zieht er sich das aus dem Fass. Ist ja eine Wissenschaft für sich. Ne? Ja, absolut. Ich bin immer noch im Riechen und völlig begeistert. Ich traue mir den gar nicht zu trinken. Ne? Machen wir. Unabhängig davon, dass das ein sehr hochpreisiger ist. Ja. Ne? Und wenn du also ein Geburtstagsgeschenk suchst oder jetzt gerade ein Weihnachtsgeschenk, vielleicht auch mit der Familie zusammenlegen für euren Rum-Fan, ganz ehrlich, geile Scheiße. Richtig viel Aroma, Geschmack. Lieber Regisseur und Kameramann, möchtest du auch ein Schlückchen? Hey, bist du wahnsinnig? Den würde ich, weiß schon genau, wie mich den schenken würde. Da fällt mir sofort einer ein. Erzähl. Ich. Leider alle. Also, großartiges Ding, macht richtig Spaß. Ja. Super cremig, trotz seiner 72. Erstaunlich, ich bin ja auch gar kein so Fan von gereiften Spirituosen mit so unglaublich viel Alkoholstärke.
Obwohl viele darauf schwören, bei mir ist so ein bisschen die Phase vorbei, wo ich das so richtig sexy finde. Mir tut alles über 50, 55 so ein bisschen weh. Aber zu Recht, das ist bei jedem so. Also ganz ehrlich, da kann ich sagen, also über 54 kann man beim Kochen sehr gut benutzen zum Flambieren. Ne? Das, so ein, aber mit dem rumflambieren wäre ein bisschen schade. Nein, also das ist ja dann schon ganz groß, hochwertige Küche. Also das da gehst du schon eine Reise an. Nein. Also den auch mit 72,5, den kannst du jetzt nicht einen ganzen Schluck runternehmen. Also da ist der Alkohol, der arbeitet da zu viel. Ja. Deswegen, aber diese kleine Pipette da, dass die so viel auslöst und so viel bewegt und so viel hinterlässt auch, ist schon eine tolle Sache. Ja. Ich denke mal, es wäre auch nicht verwerflich, ähnlich wie ich das bei auch stärkeren Whiskys hier kenne, so ein Macallan oder sowas, dass man den mit Wasser ein bisschen andünnt. Das macht nichts. So. Das ist genau richtig. Es gibt auch Freunde, die das mit Eiswürfel machen, was ja auch den Effekt hat, dass es verbessert. Es ist nicht nur die Kälte. Bei Rum möchte ich ja keine Kälte, wenn ich ihn pur trinke. Nee, genau. Es gibt auch welche, die trinken mit Eiswürfel rum. Also, ja. So gibt es auch. Ne? Ich finde mal, dann, es geht zulasten der Aromen. Unbedingt. Weil das wenn das einer will. Kann jeder machen, wie er möchte. Zacapa, wenn du ganz normal in eine Bar gehst. Ja. Zacapa hast du schon was von gehört. Ne? Zacapa kennst du. Nö. Ja. Nö. Nö, nö. Aber der ist ja sagenhaft. Ne? Also eine witzig kleine Menge und der bleibt lange dran. Ja, irre. Ja? Und typisch für Rum natürlich, für einen guten Rum ist. Sehr schön fruchtig, vanillig. Du hast einen Geruch, dann hast du einen Geschmack, der vom Geruch schon mal ableitet in eine andere Richtung. Und dann hast du eine ganz lange Präsenz auf der Zunge, auch wenn der schon gar nicht mehr merklich vorhanden ist, aber der ist ja noch irgendwo da. Und dann schluckst du runter, da hat er auch irgendwo so einen Nachgang, kriegt dann so ein Holz, merkt man. Also der hat irgendwo so ein Holz im Nachgang erst. Also der ich finde, der ist aber super das schön Fass, ausbalanciert. Das Fass merkst du erst, wenn er runter ist. Ja. Und das ist das Schöne, was ich an Rum, auch an Whisky, aber auch an Rum so schätze und so liebe und das so Glas einzigartig. Riecht so geil. Dass das so eine Reise ist. Du hast im Grunde, nimmst du einen kleinen Schluck von einem Getränk, was 17 Jahre lang faul in so einem Fass rumlag, mit einer halben Weltreise. Ja, Wahnsinn. Und all diese Produktionsschritte findest du auf einmal in so einer Geschmacksvielfalt wieder. Und deswegen schätze ich diesen Rum oder Rum allgemein so, wenn der das auslöst. Sagenhaft, ich bin völlig begeistert. Wünsche ich mir zu Weihnachten und zum Geburtstag. Ja. Und zu Ostern. Und zu Ostern, genau. 3 Flaschen. Und zum Namenstag. Also 4 Flaschen. Allerheiligen. So, Elle, ich muss ein bisschen drängeln, ne? Wir haben doch keine Zeit. Kennst du das noch von Stefan Raab? Ja. Wir haben doch keine Zeit. Erzähl, ich trinke weiter. Ich bin völlig... Ich gebe mich jetzt diesem Fidschi. So. Aber du hast noch was. Alles klar. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe gerade mal geguckt, was der Regisseur vorgibt mit Zeit. Wir sind noch voll im Lot. So. Ich habe hier noch 3 weitere Getränke für dich. Hm. Die du alle probieren musst. Hm. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem nächsten an. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich jetzt nicht versaut bin für die nächsten. Könnte sein. Der erste Schluck so ein bisschen, ne? Und jetzt den zweiten, wenn du den noch weiter im Mund behältst. Ich weiß, ich kriege wieder Zuschriften, dass ich das nicht machen soll. Doch, ich habe den jetzt noch eine Weile, also der zweite Schluck, nicht der erste. Der erste muss ja zügig runter, aber der zweite, Hammer. Also meine Zunge ist jetzt gecoated. Ja. Von dem schönen Zeug. Von dem schönen Zeug. So, aber du hast ja schon den nächsten angefasst. Gezückt. Mhm. Erzähl doch erstmal, was das ist. Den nächsten Rum. Mhm. Herrlich. Also das ist echt eine Reise, wo ich mir sage, so, die hat sich mal gelohnt. Der nächste Rum ist ein Whisky aus den schottischen Highlands. 10 Jahre alt. Der nächste Rum ist ein Whisky aus den schottischen Highlands. Genau. 10 Jahre alt. Ich liebe Gin. The Deveron. Mhm. Und für mich gehört Deveron zu den Whiskys. Also ich mag sie. Sind sie besonders kompliziert? Nö, kann ich dir schon vorweg sagen. Nö, das wird nicht besonders kompliziert werden. Mhm. Aber unglaublich lecker. Mit Farbstoff. Das nervt mich natürlich, aber... Gut, dürfte ich die Flasche mal haben? Ja, natürlich. Schau sie dir mal an. Lies nicht zu viel vorne. Nein, nein. Hier so. Aber ich fand das gerade witzig, dass du gesagt hast, ein Rum
in Form eines schottischen Whiskys. Single Malt, da bin ich ja auch eher zu Hause. Also Blended ist nicht so meins. Blended passt wieder ins Heißgetränk. Ein Okay. Blended Whisky, den verorte ich gerne im Heißgetränk, aber ich schätze die Single Malt Whiskys Ja, total. verstehe Und ich. den hast du hier jetzt auch eingegossen. Also lassen wir uns von der Farbe nicht beeindrucken, wenn der schon ein Lass bisschen dich nie nachkochen von der wird. Farbe Nein. beeindrucken. Na gut, wenn einer keine Farbstoffe hat, Ja, aber sagt dir trotzdem nichts. sieht einfach schöner aus. Ja, natürlich. Ne? Also. Klar, Kupferrot sieht immer schöner aus als alle anderen Farben, aber Ja. oh, ich finde ihn so toll. Gut, und von wem hast du den? Den habe ich mir selber gekauft. Der ist also jetzt keine Werbung. Na? Ja, schmeckt aber auch nach was anderem als nur Whisky. Nach Rum jetzt oder was? Nö. Also beim Whisky, bin ich ja wirklich bei Gerstenmalz, da bin ich bei Torf, da bin ich bei Erde und solchen Sachen. Der So ist. schmeckt er nicht. Nee, deswegen, also ich weiß nicht, ob du was anderes reingefüllt hast. Apfelsaft. Für mich schmeckt er nach Apfelsaft. Ja, Berentzen. Berentzen Abel. Und nach Toffee, Vanille. Also ich habe hier überhaupt keine Erde und kein ganz wenig Holz oder so, was man so Torf, was man ja aus. Das ist nun mal der Rohstoff, da, so wird es gemacht. Und deswegen würde ich den als Der Whisky. ist total lecker. Ja, also lecker ist er, ja. Ist halt, also vereinfacht ist er auch, ne? Es ist null komplex, ja, also gar nicht. Also sehr. Bei mir drei Aromen und dann ist Feierabend. Apfelkorn. Nur mit wenig Korn. Aber ist da jetzt tatsächlich Apfel drin? Nee, das ist ein echter Single Malt Whisky. Sagt, dieser Apfelgeschmack kommt über die Steuerung der vom Potstill. Du destillierst ja, du kannst sie ja nach unten stellen, nach in die Mitte stellen oder nach oben stellen. Und je nach Destillerie Charakter, die meisten haben nach unten, da kippt man halt alle Aromen drüber. Die fallen alle runter. Und wenn du so ein Rohr steil aufstellst, den Kondensator im Prinzip ist es ja, oder der Anfang vom Kondensator, ich hoffe, das ist hier technisch richtig, aber der Alkoholdampf steigt ja auf und fängt sich da oben und dann wird übers Rohr runtergeleitet. Und du hast ja gerade runter und hoch. So, und hoch, da halten sich eben nur die leichten Aromen. Und leichte, flüchtige Aromen sind vor allem Obstnoten. Vor allem. Und deshalb schmeckt er nicht nach diesen erdigen, schweren Aromen, weil er die gar nicht mitnimmt. Die haben das Rohr nach oben gestellt. War das Absicht? Ja. Da hat jeder seine eigene Philosophie. Mit. Vielleicht wäre der auch, also der hat einen Geschmack, der hat eine Richtung, den kann man auch irgendwo hinstellen, wo man sagt, ja. Aber ich finde jetzt, vielleicht bin ich da auch echt verwöhnt. Mit kräftigen, weil ich mag kräftige Noten. Ne? Ich mag kräftigen Der Rum, ist nicht kräftigen Whisky. kräftig. Der ist nicht kräftig, der ist. Er pitchelt so hin. Quadratisch praktisch gut, würde Jo. ich das bezeichnen. Wie die Knäckschokolade. Jo. Noch nicht mal quadratisch, weil ein Quadrat hat vier Ecken und der hat irgendwie ganz wenig Ecken. Ja, eher so ein Oreo-Keks. Ne? Kannst du dem trotzdem was abgewinnen oder ist der für dich rausgefallen? Also ich finde ja gerade, dass es so einfach ist, finde ich geil. Als vorweg. Ja, genau. Genau, da sind wir wieder bei Zur passenden Situation, das genau. Genussmittel Rum oder Whisky, das alkoholische Getränk als Genussmittel in der Umgebung. So, Aber stell dir und vor, da den war das vorm ein Essen. schönen Festbraten und dann kommt einer und sagt, komm, haben wir ein Aperitif hier, Ja, genau, so ein zack. Cognacchen oder sowas, ne? Oder den würde ich tatsächlich vorm Essen. Ja, genau. So ein Port zum Beispiel, den trinkt man. Ein Sherry trinkt man vielleicht vorher. Der ist so im Regal, wo Sherry steht. Ja, Ne? ich Da finde den finde ich toll, ich finde den. den großartig. Also ganz leichtes Ding. Ja, ich finde ihn super. Also für diese Art und Weise zu denken, ne? Ja. Das ist natürlich wichtig. Ja, wir kommen schon zum Klar. nächsten. Muss ich das aber kurz loswerden? Ja, Herr, lieber Regisseur, magst du uns das einmal? Abnehmen. Tote Zeit, ne? Überbrücken oder wie war Ja, das noch? den Gang bespielen.
den Gang beschweren. Ich sauf hier aber auch no. heute. Okay, also wir hatten Deveron. The Deveron, ein doch 10 Jahre, vielen Dank, ein doch 10 Jahre alter Whisky. Hätte ich so nicht geglaubt, ne? Und wenn ich mir einen 8 Jahre alten, sehr hellen, der halt nach 8 Jahren schon entlassen wird, und dann, der ist genauso leicht. Also der, danke, danke, würde ich sagen. Also wie gesagt, als, wie nennt man das? Distinktiv. Aperitif vorweg, Distinktiv hinterher, also als Aperitif vorm Essen im Chateau-Regal. Ja. So, was haben wir hier? Jetzt haben wir mit Stückchen. Mit Stückchen? Das heißt, ist der gekorkt oder geschraubt? Der ist gekorkt. Achso, dann ist es ein Korken. Ja, ein echter Korken. Darf er haben. Wir haben den Juan Santos, 12 Jahre, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Sind die pleite gegangen oder warum gibt es den nicht mehr? Weiß ich nicht mehr. Kommt aus Kolumbien und Kolumbien hat immer Kaffeegeschmack. Das wollen wir gleich mal rausfinden. Mhm. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr einfach. Ungezuckert, ist wichtig. Ich glaube, der hat noch nichts gemacht im Glas. Nee, das ist auch so ein leichter. Also da findet noch nicht viel statt. Aber du sagst 10 Jahre oder 12? 12. 12 Jahre. Aber die spanischen Rums, die habe ich schon mal erzählt, glaube ich, in der Pima Auge. Die nehmen das nicht so eng mit dem Alter. Ach so, okay. Das kann man also nach 3, 4 Jahren nicht mehr lesen, was auf dem Fass steht und dann sagen, oh, die, den mal. Der hat schon sehr wenig Alkohol nur noch. Der schmeckt super, super sanft. Exceptionally smooth rum. Ja, das stimmt. Schmeckt fast gar kein Alkohol mehr. Das liegt vielleicht an dir. Mhm. So weit bist du schon. Dunkle Schokolade Kaffee habe ich jetzt, wenn ich ein bisschen voller nehme. Also ich finde den, also der ist rund. Ne? Ich bin ja immer auch in so einer Symbolik. Der ist super rund. Ich spreche auch gerne in Symbolik, damit man es verstehen kann. Ich tue mich mal, also wenn es auffällig ist, wenn ich sage, hier habe ich Schoko oder hier habe ich einen Zucker oder ich habe ich Salz oder solche klaren Noten, die sind ja gleich erkennbar. Also da passiert hinterher nicht viel. Mhm. Der hat kaum Geruchsaroma. Vielleicht gibt es ihn deshalb nicht mehr. Den wollen die nicht, ne? Aber er hat so ein schönes Etikett. Guck mal. Also, ich mag das ja auch, wenn er so ein bisschen gebamselt dabei ist. Ne? Ja. Lenkt er vielleicht ein bisschen ab von. Ich glaube, den gibt es nicht mehr, Juan Santos. Mir gefällt er aber tatsächlich. Aber es ist genauso ein Ding wie hier: Null quadratisch, ja, praktisch und aperitiv und gut. Also der tut nicht weh, der beißt nicht, der kratzt nicht, der macht gar nichts. Aber ich habe halt diese Schokokaffee-Noten tatsächlich drin. Für mich sind die sehr deutlich, ungezuckert, ist sowieso geil. Ja, kann nix, ne? Aber auch er war in alten Bourbonfässern 12 Jahre guck mal. Unterwegs und hat aber... Auch ungesponsert, auch meine Flasche. Ja. Ja, so. Ja, du wirst nachher erkennen, warum du die vorher probieren musstest. Mhm. Also auf jeden Fall interessant, dass es, jetzt haben wir hier einen Rum, der auch 12 Jahre vor sich hingereift ist. Ja. Und da ist jetzt irgendwie nicht so viel bei rumgekommen, als bei anderen, die vielleicht auch nur 10 oder auch 12 Jahre gelegen haben. Da sieht man wieder mal, was da stattfindet, ne? In 12 Jahren. Ganz oder unterschiedliche eben nicht. Dinge. So. Ich finde ihn auch wässrig. Ja. Weißt du, was ich meine mit wässrig? Ja. Also es gibt ja, ich kenne das bei den Whiskys, gibt es mal so ölige Whiskys. Ja, so ein, mir fällt mir da ein, ein Glenfarclas, ein alter Glenfarclas, so, der ist richtig ölig im Glas. Also der hat, ne, der fließt auch ganz langsam. Ganz genau. Und hat auch, der hier nicht, ne? Und der Juan Santos, ja, der war. Ihr werdet verstehen, warum ich den nachher, warum ich den auf den Tisch gestellt habe. Ich brauche noch eine Stulle. Das machen wir. Mhm. Jetzt kommen wir zum letzten Purprobierenden. Mhm. Da hellen sich meine
Da habe ich pure Freude dran. Ja, du feierst den jetzt schon. Ich feiere den schon. Aber du kennst den ja auch. Also ich kenne den nicht. Navy Island. Ich finde die Etiketten ja schon mal immer total genial gemacht. Also wie viele Designer sich damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Ja. Bei manchen verstehe ich es, bei manchen nicht. Der ist ja eher, das ist fast aus dem Tattoo-Studio. Ja, wenn ich mir diese Totenköpfe angucke. Und das ist, glaube ich, traditionelle karibische Bilderkunst. Oder so. Ist ein Jamaikaner? Jamaikaner? Ja, ein Jamaikaner, genau. Empfehle ich mit 40%, empfehle ich für jeden, der mal Jamaika kennenlernen will, nicht so viel Geld ausgeben will. Preis-Leistung stimmt hier total. Ist es der absolute Überflieger für Jamaika? Nein, ist es nicht. Aber du kannst an diese gewaltigen Aromen zart herangeführt werden. Ui. Du riechst es schon, ne? Hm? Mächtig. Ich finde das sehr geil. Da haben wir wieder diese, was du bei diesen Melasse-Rums hast. Hast du da Lakritz in der Nase oder was? Irgendwie so, genau. Ja, für mich ist das Kotzfrucht jetzt erstmal. Ja, also so bitter. Also was haben wir früher gesagt? Klostein. Wenn es zu salpetermäßig ist oder so. Ach, du hast die Esternoten. Das ist Klebstoff. Ester, genau, das ist Ester. Klebstoffnoten, ja, ja. Klebstoff-Ester oder sowas. Habe ich im Hintergrund tatsächlich. Ja. Bei mir sind im Vordergrund die Jackfruit-Noten. Jackfruit. Kotzfrucht. Mhm. Also leicht säurig und kurz vorm Brechen. Ja, kenne ich nur aus dem Fernsehen. Also in der Nase hat er ganz viel gemacht. Auf der Zunge macht er jetzt erstmal gar nichts. Vielleicht beim zweiten Schluck. Oh, der schmeckt schon schön nach Jamaika. Wie viel Prozent Alkohol hat er denn? 40. Alle 40 hier. Bis der nicht. Also der ist... Der ist durchaus lecker. Ja. Der ist durchaus lecker. Ja, absolut. Ist leicht, finde ich. Ist nicht so schwer und mächtig. Gegen den haben die alle drei nicht den Hauch einer Chance, selbst wenn sie sich zusammentun. Ja, absolut nicht. Also das ist ja ein Spitzenreiter. Also was wir da gerade verkostet haben, was wir da probiert haben, ist mal... Muss man echt, also muss ich ehrlich sagen, der ist sein Geld wert. Ja. Auch wenn der wirklich im hochpreisigen Bereich ist, der ist sein Gewehr. Also der wäre ich ganz geil. Aber du kannst 700 Milliliter, will ich nochmal darauf hinweisen. Danke. Danke. Und gebe, dass man 500 Milliliter Flaschen vielleicht. Danke. Du bist so großzügig. Also das Ding ist wirklich, wirklich, wirklich lecker. Ja, aber der ist, ich glaube, er ist leicht, er ist bekömmlich, er ist lecker. Bekömmlich darf man zum Alkohol nicht sagen. Achso, nein, er tut nicht weh im Mund. Das meine ich. Genau. Genau. Also, wir dürfen keine gesundheitlichen Aspekte im Zusammenhang mit Alkohol. Nein, es ist ein Genussmittel. Es ist ein Genussmittel. Es berauscht auch nach zunehmender Menge. Ja. Deswegen, bei mir persönlich hält so eine Flasche auch ewig lange. Ja, unbedingt. Also, wenn ich eine Flasche aufhab oder so, die steht mindestens ein halbes Jahr oder so teilweise. Ja, ne? Obwohl es kommt immer darauf an, wie oft man Besuch hat. Weil ich, wenn Besuch kommt, möchte ich den natürlich auch gerne. Sich einer für Rum interessiert, dann präsentiere ich natürlich auch gerne besonderen Rum. Mich besucht keiner. Oh, guck mal, hast keine Freunde? Nö. Nee, das war ja. Kenn ich. Mir gefällt ja Navy Island. Ich habe eine Affinität zum Wasser. Ich bin auf dem Wasser beruflich unterwegs. Ich war bei der Marine. Ich habe alles, wo so ein Anker, ein Steuerrad, ein Segelschiff drauf ist oder so. Zieht ja schon mal meine Aufmerksamkeit. Das ist gut. Deswegen fand ich Navy Island schon mal einen tollen Namen. Da ist auch ein Schoner drauf, ein Gaffelschoner. Typische Segelschiffe übrigens aus der Karibik. Ja, guck mal, das erkennst du schon, wa? Ja, natürlich. Ne? Sehr schön. Lieber Ille. Ja, lieber Falk. Was du nicht weißt ist, jetzt trinken wir Heißgetränke. Und zwar im Grunde alle, die wir heute schon genannt haben. Mit diesen Spiritosen. Darum haben wir mit diesen, die wir hier auf dem Tisch stehen haben. Ja, bis auf den. Schade. Den tue ich nicht in ein Heißgetränk. Nein, den darf ich ja so mitnehmen. Ich danke dir nochmal für das Geschenk. Und wir hatten gesagt, Kakao, Glühwein oder Punsch. Nee, nein, den noch nicht. Jagertee oder Heißwasser. Kork. Und Hot Toddy.
Der Hot Toddy. Auf den freue ich mich besonders. Ja. Wollen wir dann, mit welchem möchten wir anfangen? Möchtest du anfangen? Tatsächlich würde ich den Kakao ganz hinten hinstellen. Okay. Weil ich finde, zum Abschluss. Machst du den Kakao eigentlich mit Milch oder mit Wasser? Ich mache den Kakao nicht mit Milch. Mhm. Ich nehme Pflanzenmilch. Okay, also eine, wie nennt man das denn? Drink. Ist das denn eine... Man darf es nicht Milch nennen, weil es keine Milch ist. Achso, genau. Also ist das was Veganes oder was? Aber Scheuermilch darf weiter Milch heißen. Könnte es ja zur Verwechslung kommen. Ja, natürlich. Ja. Ist die Scheuermilch und Bärchenwurst darf auch Bärchenwurst heißen, obwohl kein Bärchen drin ist. Ja, genau. Aber ein Zitronenfalter faltet ja auch keine Zitronen. So ist es. Ja. Wobei der Hosenträger die Hose trägt. Ja. Eigentlich hält, ne? Genau. Wir sind jetzt also bei Heißgetränken, Kakao. Zum Schluss? Kakao will ich wirklich zum Schluss sein, auch wenn er, ganz egal mit welcher Flüssigkeit. Wollen wir einen Grog starten? Tatsächlich gerne. Ja. Und dann machen wir den Hot Toddy. Dann den Hot Toddy. Und dann den Kakao. Und dann eine tote Tante. Freut euch drauf. Damit machen wir gleich weiter. Hast du das gesehen? Jetzt haben wir plötzlich hier Sachen stehen. Und wo kommt das denn her? Starten am Grog. Die habe ich mit Magie herbeiteleportiert. Unglaublich. Ja. Da war ich kurz mal in der Werbung und dann sowas. Fast wie bei Star Trek. Ja, hast du aus dem Umformer her... ja, gemacht. Exakt. So, mein Lieber. Was haben wir hier? Du hast dir den Grog zuerst gewünscht. Kriegst du zuerst den Grog? Vielen Dank, ich bin sehr gespannt. Wir haben hier ein Glas mit... Genau, wir haben hier ein Glas mit Wasser. Mit warm, Eiswasser. Und zwar haben wir hier 100 Milliliter Wasser drin. Das sind exakt 100 Milliliter. Kurz vor Kochen und dann haben wir hier gleichzeitig in einem Wasserglas mit warmem Wasser haben wir einen Rum drinne abgefüllt. Wir haben diesen Rum hier vorher abgefüllt, den Kleingläser, damit man das auch vorwärmen kann. Damit er vorgewärmt ist, damit er die Temperatur hier nicht runterkillt mit einem kalten Rum. Und wir haben hier diese kleinen Flaschen, weil es einfach geil aussieht. Sind sehr geil. Und den darfst du dir oben drauf kippen. Das heißt, wir kippen hier jetzt aus der Flasche 5 cl Rum drauf. Nicht nach Rum. Das ganze Ding rein? Ja, okay. Das ganze Ding rein. Und dann machst du dir mal einen Zucker rein. Okay. Richtiger Grog geht mit Zucker. Ja, den hatten wir ja vorher schon pur verkostet. Das richtig. Ist der Navy. Der Navy Island. Jamaica Rum, genau. Und Jamaica Rum. Ich weiß gar nicht, wie viel Zucker ist hier drin, ne? Ich glaube, das sind nur so 5 Gramm oder 2 Gramm. Ich weiß nicht, 5 Gramm? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Das ist mal die Ordnanz. Ein bisschen Gramm ist da drin. Weiß der Regisseur, wie viel Gramm in so einem Päckchen ist? Der Regisseur ist gerade. Haben wir da 2,5 oder 4 Gramm Zucker? Ja, er sagt so um den Dreh. Ja, musst du selber sehen. Musst du selber sehen. Wichtig ist vor allem das Mischverhältnis. 2 Teile heißes Wasser, 1 Teil kleinen Rum. Ja, also hier wieder die Handbreitregel. Na, wir haben ja 100 Milliliter Wasser und wir haben jetzt aus dieser kleinen Flasche, das ist eine alte Pottflasche. Pott ist ja so ein Flensburger Rum gewesen. Ja. Rumverschnitt sagt man auch. Und die, wenn du mal sowas findest und das als Gag machen willst, wir haben hier extra 5 cl eingefüllt. Sieht aber geil aus, wenn du dir den Kork mit so einem kleinen Glas, einschätzt, oder? Und wärmen mit der großen ist auch ein bisschen schwieriger. Ja. So, jetzt haben wir uns einen schönen Kork gemacht mit richtig geilem Rum. Der Zucker hat sich auch fast schon aufgelöst. Das ist auch so ein kleiner Fake, das heißt, du kannst über Weihnachtsmarkt gehen und dir immer nur ein Glas heißes Wasser bestellen. Ne? Ja. Kommst du günstig über den Abend und hast dann die ganze Jacke voll mit so einem kleinen Dick-Klimmerfläschchen da. Hast du also zu Hause schon mal vorbereitet. Die musst du aber bei den Klöten tragen, damit es warm bleibt. Ja, dann ist das so. Da gibt es bestimmt auch eine Halterung für. Das geht ja Unterhosen mit so einem Molle-System, wo du wieder so reinklimmen kannst. Das. Ille, lass uns mal diesen geilen Grog probieren. Grog, unser erstes heißes Getränk für heute. Ja. Ich würde mal sagen, müssen wir anstoßen? Machen wir mal einfach so, weil es klingt. Genau. Und auf, ein bisschen Prost. Auf euer Wohl ein bisschen. Oh, wie ist das geil. Bei dir nicht? Doch, aber ich bin nicht so spontan wie du. Oh, ist das geil. Ich denke nach, bevor ich was sage. Mm. Das ist klar. Wir sind jetzt natürlich hier in einem ganz anderen Bereich.
Ne? Wenn wir jetzt hier monatelang und wochenlang hier schon eingesperrt sind und eine Flasche nach der anderen verkosten müssen, freue ich mich doch, dass unser Schicksal jetzt eine Wendung bekommt und wir endlich mal ein Heißgetränk bekommen. Ja. Also in der Tat, wir sind ehrlich gesagt wo ganz woanders, weil es eben warm ist. Das heißt, der Mund gibt uns ja auch gleich die Antwort. Das schmeckt so gut. Und diese Menge Zucker macht es auch nur ganz leicht süß, dieses eine Tütchen, oder? Also die Süße ist auf jeden Fall, die ist da, die ist da. Also es ist jetzt ja, aber ich finde nicht, das sieht zu doll. Zu viel süß macht ja tot. Ja, aber ja, die ist nicht so süß. Also es ist nicht, aber es ist ein süßes Getränk auf jeden Fall. Ja, aber der Rum in dieser Konzentration, das ist mega. Der hält auch so lange nach, ne? Oh, ist das geil. Du hast richtig schönen Rumgeschmack, Jamaica-Rumgeschmack, authentischen Rumgeschmack. Und dann hast du, der schmeckt nicht so dünn und nicht so dick. Das ist genau richtig, wie ist das geil. Wir hatten ja vorher bei der Pur-Verkostung gesagt, dass der, du sagtest, wenn du Jamaika kennenlernen möchtest, damit kannst du es. Genau. Wobei wir jetzt die Kultur außen vor nehmen, sondern wir sind beim, warum? Beim Geschmack. Das, ja, wir sind auch nicht in den Bergen, da gibt es Kokain. Genau. Da sollte man übrigens nicht hingehen als Touri. Nö, muss man auch nicht. Ne? Die halten dich rechtzeitig davon ab, weiterzugehen. Ja, genau. Und die kolumbianischen Hochländer da. Nee, um Gottes Willen. Also wir sind bei Rum, aber diesmal als Heißgetränk. Wir haben es verdünnt. Ja. Ne? Mit Wasser. Wir haben die 40% in was haben wir sie denn verwandelt? Ja, das zwei Teile auch. Wasser, ein Teil Rum, dann haben wir ja sie praktisch gedrittelt. Ne? Ja. Ist das so? Ah, ne? Ja, wenn wir 1-1 gemacht hätten, hätten wir es genau halbiert. Ja, logisch. Insofern, ja. Aber was mir aufgefallen ist, wenn ich mir das aus meinem Geschmacksgedächtnis nochmal zurückrufe, haben wir oder habe ich ja den Jamaika Rum so als nicht ganz so intensiv und ja, der hatte seine Noten, aber ich habe jetzt befürchtet, dass er dadurch an Aroma vielleicht einbüßt. So, finde ich nicht. Tut er nämlich gar nicht. Schmeckt es denn richtig gut? Tut er gar nicht. Normalerweise, wenn man was verdünnt, verdünnt man auch den Geschmack. Ja. So, aber du hast die Wärme oben drauf. Und die Wärme macht das. Ne? Also die sorgt ja dafür, dass hier wieder was aus der Flüssigkeit rauskommt, dass die Geschmäcker da auf einmal im Mund wieder da sind. Also ich finde es richtig süffig. Total. Ja, gefährlich. Gefährlich lecker. Also, in den Abend, Feierabendgetränk. Gerne auch draußen auf dem Balkon, mit oder ohne Freunde. Es schließlich, glaube ich, der Bogen zu deiner Frage, welches Heißgetränk ich nehmen würde, um mich so zurückzuziehen, ne? In meinen britisch-kolonialsessel vor meinem Kaminofen, genau. Füße auf dem Eisbärfell. Dann wären wir jetzt schon im Kopf, oder? Dann hatte ich aber auch gesagt, bin ich eher beim Jagertee und Grog. Und jetzt weißt du auch warum. Warum? Lecker. Absolut. Das ist der Warum, ne? Hm. Darum schmeckt das auch so. Also, warm gemacht sind wir wo ganz woanders und dann wird selbst auch vielleicht ein flach schmeckender Rum oder so. Mach mal richtig deutlich. Bisschen nach oben. Der Zucker macht seinen Job auch. Zucker belohnt uns ja so ein bisschen. Ich finde aber nicht, dass es zu süß schmeckt. Also ich bin da überhaupt nicht, dass ich sage, das ist aber zu süß geworden. Normal bin ich dann selbst empfindlich. Und das Schöne ist, in deiner kleinen privaten Hausbar kannst du dich ja optimieren. Das heißt, ja. Du kannst sagen, ach, ich lasse mal den Zucker weg oder ich mache nur ein halbes Tütchen rein. Ne? Richtig, genau. Und man kann das ja selber einstellen praktisch. Also selbst wenn das einem noch zu viel ist, weil er noch mehr Elektrolyte braucht und ganz viel Abend haben möchte, macht er das Mischungsverhältnis anders. Ja. Eine sehr schöne Idee. Ich sage vielen Dank, das ist toll. Gerne, gerne. Und kommen wir auch gleich zum nächsten Getränk kommen, oder? Ja. Erstmal eine Stulle. So. Wie machst du das? Jetzt. Jetzt sind wir ein weiter. Mhm. Wir haben das nächste Heißgetränk am Start. Und das ist der Hot Toddy. Hot Toddy haben wir in der letzten Sendung drüber geredet. Hot Toddy ist im Grunde schon verwandt mit dem Grog, kommt aus einer ganz anderen Richtung, aus Irland. Da hat es angefangen. Mönche haben Medizin verkauft, Whisky und
Zitronensaft im Grunde. Genau. So, ein bisschen Zucker reingekippt und Whisky galt ja als Medizin, mal ein bisschen verdünnt. Zitrone hat ja in Wirklichkeit auch geholfen. Ne? Ja, natürlich so ein Vitaminschub. So absolut, als die Zitrone endlich in Irland angekommen sind durch die Seefahrt, hat das ja auch schön geklappt. Und Ille, ja, du hast ja noch nie in deinem Leben einen Hot Toddy getrunken. Nein. Den habe ich ja erst dir vorgestellt, das letzte Mal. Und da hast du erst überhaupt davon erfahren. Jetzt haben wir ja schon den Grog probiert mit Rum. Und jetzt bin ich ganz gespannt, wie dir gefällt, wie ein Hot Toddy schmeckt. Ja, also ich freue mich total drauf, weil das ist wieder mal Neuland für mich. Wobei ein heißer Rum, jo, ein heißer Whisky, jo, erstmal hat man schon mal in irgendeiner Form gehabt. Aber Hot Toddy ist ja schon mal ein cooler Name. Dann sag mir mal, wie ist das Mischungsverhältnis, die Rezeptur? Genau. Wir brauchen auf jeden Fall heißes Wasser. Ja, heiß. Würdest du sagen, wir packen erst den Zitronensaft in das Glas und dann das heiße Wasser drauf, damit es wärmer wird oder umgekehrt? Im Grunde macht es keinen großen Unterschied, ob jetzt heiß auf kalt oder kalt auf heiß kommt. Denn es ist ja jetzt nicht wie was Milchiges, was so ausflockt. Dann gibt man eher das Heiße. Die Temperatur verändert sich schon. Also wenn du ein heißes Getränk hast und dort etwas Kaltes zugibst, dann ist das Kalte deutlich in der Unterzahl und die Hitze kann das relativ schnell übernehmen. Okay. Klar geht die Temperatur nach unten. Wenn du es aber umgekehrt machst, wenn du in eine kalte Flüssigkeit heißes rein, dann fließt alles dadurch und wird sofort deutlich nach unten gebracht, weil es nicht auf einmal... Ich bin dafür, dass wir das mal in einer physikalischen... Sondersendung. Dass wir das mal wirklich... durchmessen mit einer entsprechenden Temperaturmessung. Ja, das wird toll. Und, dass wir dann und für heute? Experiment. Ich würde dann... Ich würde sagen, wir kippen erst den Zitronensaft rein. Ja, wir haben also vom Mischungsverhältnis... 2 Cl Zitronensaft haben wir hier. Also es ist ja vielleicht noch ein bisschen mühsam, den warm zu machen. Also wir, du kannst ihn ja auch in Wasserbad stellen oder Mikrowelle oder so. Das würde schon gehen. Also eigentlich gehört er heiß. Mhm. Deshalb haben wir hier Wasser und wir müssen jetzt bis zum Strich auffüllen, damit wir insgesamt 100 Milliliter heißes Wasser mit dem Zitronensaft gemischt. Gut, dann geht jetzt hier bis zum Strich 80 plus 20 sind 100. Dafür sind die Striche beim Grogglas übrigens, damit man das gut abmessen kann. Haben so jetzt haben wir also insgesamt 100 Milliliter Flüssigkeit im Hot Toddy. Aber noch ohne Geschmack. Aber bis jetzt ist es nur ein Hot. Ja, genau. Und jetzt machen wir einen. Und wir haben diesen Whisky, den Daveron, den wir schon pur verkostet haben. Ja, mit so einer fingierten Apfelnote hatten wir. Na, fingiert, ich fand die schon. Haben wir hier den Whisky wieder in diese kleinen Flaschen umgefüllt. Ja. Damit man das so richtig schön spektakulär und auch aufgewärmt. Ne? Man merkt die Hitze hier. Merkst du gerade. Schon fast ein bisschen heiß, nicht? Oh, geil. So, jetzt haben wir hier also, und ich möchte, dass du die gleiche Menge Zucker reinkippst. Wir haben also im Grunde die gleiche Mischung wie beim Rum-Grog aus Jamaika. Genau. Nur, dass wir hier die 100 Milliliter Wasser durch 80 Milliliter Wasser und 20 Milliliter Zitronensaft vertauscht haben. Man kann aber auch Limette nehmen. Ja. Ne? Weil Zitrone und also Limette. Also Grapefruit. Ja. Und wenn du es ganz möchtest, kannst du auch Orange nehmen. Also das passt auf jeden Fall auch. So. Also auf jeden Fall, dass du da eine Säure drin hast, reinbekommst. Ja. Genau. Und dann ist es ja dann auch geschmacklich. Das ist ja das Schöne, dass man das so variieren kann. Ne? Ja. Der eine mag keine Orangen oder wie auch immer. Genau. Aber wer es nicht mag, der trinkt es ja auch nicht. Sehr gut. So ist es. Warum auch? So, jetzt bin ich ganz gespannt, wie das dir schmeckt. Ja, auf jeden Fall ist es noch heiß. Ille. Auf euch, auf die Gesundheit. Oi. Oh, geil. Ja. Geht spontan in die Zitrone. Also in diese Limetten-Zitronen-Geschichte rein. Ne? Und ich erinnere mich... Der Whisky geht ein bisschen unter, ne? Der Whisky war in der Purverkostung, ja, so habe ich ihn empfunden, wie, ich habe schon so einen Bärensen-Apfel, ne? Also wie so ein Apfelkorn, nur ohne Korn, aber der hat irgendwie so eine Apfelnote gehabt. Und den finde ich hier mit der Zitrone etwas weggekillt. Ja. Eine alkoholische Note hat er irgendwie fast gar nicht mehr, also ganz leicht im Abgang noch so ein bisschen. Oh, schmecke ich schon den Alkohol? Ja. Ich schmecke den Whisky aber ganz, ein bisschen, aber ganz dünn. Ne? Ja, also ganz dünn, würde ich auch sagen. Aber wir wollen ja nicht vergessen, der Hot Toddy war ja Medizin. Mhm.
Meine Assoziation, ganz klar, zur Erkältungszeit gibt es dann auch das ein oder andere Granulat, was man mit heißem Wasser aufrührt, als Erkältungsgetränk. Da ist dann vielleicht auch irgend so ein Ibuprofen-Gedöns drin und Vitamin C ganz viel. Und so schmeckt das so ein bisschen. Es geht in die Richtung aus der Apotheke oder aus dem Reformhaus hier dieses Getränke, Heißgetränke, Erkältungsgetränkpulver, was du mit heißem Wasser aufgießt. Also meine Empfehlung wäre, diese Mischung nicht zu benutzen. Diese Mengenverhältnisse, sondern ganz klar mehr Whisky. Oder einen anderen Whisky. Oder einen anderen, oder einen stärkeren. Ich habe jetzt extra für dich, ne, damit du dich nicht verletzt beim Whisky trinken, habe ich dir extra einen ganz normalen schwachen mitgebracht. Vielen Dank, Falk. Du brauchst mit mir, was das angeht, nicht rücksichtsvoll sein. Da kannst du ruhig mal die Granate auspacken. Das ist gut, habe ich aber im Fitzi schon gemerkt. Ja, genau. danke nochmal für das tolle Geschenk. Ich freue mich sehr. Also ich schmecke den Whisky schon, aber ich finde, der könnte deutlich mehr sein. Also ich würde jetzt auf das Getränk, den würde ich jetzt noch um Whisky erhöhen, 5 Cl. Ich würde die Whisky-Menge verdoppeln. Ich würde auch sagen, um das, ich will nicht sagen, damit man das Getränk rettet, aber damit man das Getränk noch an die persönlichen Vorlieben anpasst. Und das kann man ja, wenn man Mischgetränke hat, die Verhältnisse ändern. Erstmal den Teil abtrinken, der nicht so gut ist, den man für sich persönlich nicht so toll findet, mache ich gerade. Und dann füllt man wieder auf die ursprüngliche Menge mit dem Defizitgetränk auf. Ein kleines Geheimnis verrate ich euch noch. Ich habe hier die Rezeptur angeglichen an den Grog, damit Ille und ich das leichter miteinander vergleichen können und feststellen, Whisky hat nicht die gleiche Durchschlagskraft wie Rum. Schon mal gar nicht, ne? So, aber ich habe es mir auch aufgeschrieben. Wenn ich einen Toddy anmische, nehme ich 4 Cl Whisky, nur 2 Cl heißes Wasser, nehme dafür aufgewärmten Zitronensaft 1 Cl und 1 Cl Zucker. Das heißt, 4 Cl Whisky, nur die Hälfte Wasser, 2 Cl und dann nochmal ein Zitrus. Und das ist meine Mischung. Das ist so meine perfekte Mischung. Und so würde ich dir das auch raten. Dann ist es zwar nicht ganz so heiß, du musst den Zitronensaft mit heiß machen, also unbedingt kochendes Wasser nehmen, damit er relativ heiß bleibt. Dann hast du 50 Grad Wasser, 60 Grad Wasser. Ja. Aber damit es auch ein vernünftiges Heißgetränk wird und auch bleibt, sollte man wirklich alle Komponenten vorwärmen oder heiß machen. Unbedingt. Das heiße Wasser vorwärmen. Heißwasser ist ja kein Problem. Das Ding machst du im Heißwasserkocher. Genau. Aber ich würde mir jetzt keinen Whisky in den Heißwasserkocher kippen oder mir extra einen Heißwhisky-Kocher zulegen. Irgendwie muss es ja temperiert werden und auf Temperatur gebracht werden, damit man eben nicht im Glas erst kalt und warm und heiß zusammenmischt. Wirklich, es soll ja heiß werden. Schmeckt aber gut. Ja. Letztlich, Trinktemperatur ist ja nicht 80 Grad. Nee. Ne? Mag die Zunge nicht. Aber wenn man jetzt mit 80 Grad Wasser ankommt und die anderen Komponenten ein bisschen kühler sind, noch ein bisschen rumrührt, sich noch unterhält, ein bisschen Zeit totschlägt, irgendwann hat man ja die Trinktemperatur. Also. Oder kein Heißgetränk mehr. Oder kein Heißgetränk mehr. Also ganz lecker. Passt auch irgendwie in den Winter. Ich mag es auf jeden Fall. Passt in den Winter. Mir persönlich hat es jetzt zu viel Zitrone. Ob man jetzt dann fertigen Zitronensaft aus der Flasche nimmt, was ja gute Konzentrate oder gute Säfte sind. Ich finde, das kann man schon machen. Oder wenn man das jetzt nicht so häufig trinkt, dann, ich bin ja auch ein gelernter Hobbykoch, dann wirklich eine Zitrone aufschneiden und wie in, wie in Steffen Hensler Art einfach so auf einem halben Meter Höhe drüber, Hälfte geht daneben. Aber ist natürlich ein Event, dass man da frischen Zitronensaft reindrückt. Absolut, bin ich bei dir. Und dann, schmeckt schon lecker. Ja. Denn auch die Zubereitung, das Maison en Place, wie man in der Küche sagt, das Vorbereiten, das Hinstellen, das mache ich mir jetzt. Das sollte, glaube ich, wenn wir, so wie wir das als Genussmittel ja auch betrachten, mit in den Rahmen passen. Nicht einfach nur jetzt Griff in die Bar, rein und fertig, sondern hier nimmt man sich ein bisschen Zeit für die Vorbereitung, für die Zubereitung. Ist ein Getränk, was man auch alleine trinken kann. Ist jetzt nicht unbedingt sagen, oh, muss ich jetzt in Gesellschaft. Ja, in meiner Erinnerung, nach meiner Mischung, schmeckt das auch deutlich mehr nach Whisky. Ne? Ich habe das jetzt angeglichen an unsere, damit wir es vergleichen können. Ne? Da passt es nicht so. Ein flacher Whisky
mit einer dominanten Zitrone. Ich würde das Mischungsverhältnis würde ich auch etwas verändern. Ja, genau. Aber empfehlenswert. Tolles Heißgetränk für die kalte Zeit. Genau. Und wir kommen jetzt gleich zu dem aromatischen von allen, nämlich dem. Sehen wir gleich. Nicht den? Ach bitte, noch einen. Nein. Ja. Das ist. Settingänderung, ja. Ne? Ja, eins der wenigen Dinge, die du richtig gut kannst, ist hier auf einmal ein neues Set hier aus dem Hut zaubern. Absolut, absolut. Ja. Ich freue mich, dass wir beim dritten und letzten angekommen sind. Ja, wir sind immer noch beim Thema Heißgetränk. Das erkennt man an der Thermoskanne hier. Und jetzt bin ich gespannt, wohin uns die dritte Reise bringt. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsgetränk. In der letzten Sendung habe ich davon erzählt, nämlich von Kakao und Spirituose. Und dass Kakao und Rum einfach geil schmeckt. Ja. Das ist was zum Zurücklehnen, zum Genießen. Ja, Mann. Und Kakao, wer es weiß, ich bin damit groß geworden, du glaube ich auch. Ja, unbedingt. Auch früher. Ja, ja, also mit Kakao verbindet man, weil das ja ein Getränk ist, was man als kleines Kind schon irgendwo hatte. Also in den kulturellen Bereichen, in dem ich aufgewachsen bin. Also ich verbinde mit Kakao natürlich schon eine frühkindheitliche Erinnerung, Assoziation. Ja, ja. Alles, was mit Schokolade, Kakao zu tun hat, ist ganz klar. Zum Kakao kann ich aber sagen, es ist ein hammerkräftiges Nahrungsmittel. Und ich war im Rahmen meiner Fahrenszeit auf den Schiffen auch in dem einen oder anderen Hafen. Und ich war, das ist gar nicht so lange her, in Hamburg. Und da war ich auf einem Schiff, lag da, das hat Kakao geladen gehabt, als Schiff. Fracht. Und kleine Anekdote, da wurde gerade Ladung gelöscht. Löschen heißt in dem Sinne nicht ein Feuer löschen oder einen Brand bekämpfen, sondern löschen heißt die Ladung von einem Schiff herausnehmen. Und das wurde mit Kakao gemacht. Das waren Kakaobohnen, also Kakaopflanze, das hat ja so einen Fruchtkörper, da sind die Bohnen drin, die werden entsprechend vorbereitet, geröstet. Das waren also diese Kakaobohnen drin, in loser Schüttung, in einem riesen Hold, und der Bagger greift da rein, das wird wie Kies wird das rausgenommen. Das ist auch alles noch in Ordnung, also muss man nicht vorstellen, dass das jetzt schmutzig oder so sei, weil der Kakao wird ja noch verarbeitet. Und damit auch nichts verloren geht, lag also zwischen dem Schiff und dem Förderband, auf diesem losen Raum, noch eine riesengroße Plane, wo dann das, was aus der Schaufel rieselt, damit nichts verloren geht. Das wird nachher alles noch eingesammelt, damit da keine Bohne verloren geht. Und da habe ich tatsächlich, bin ich dahin und habe dann unten, was da unten rumlag, so eine Handvoll Bohnen, das waren so 10, 12 Stück. Da dachte ich mir, riecht jetzt gar nicht so doll, ne? Und die habe ich mir, kann ich mitnehmen? Ja, nimm mit, das Klappzeug kannst du mitnehmen. Nach Hause habe ich meinen Kindern gezeigt, guck mal, das ist Kakao, kennt ihr? Das ist die Kakaobohne. Und da waren natürlich die Augen drauf. Das Zeug, so wie es ist, die Schale aufbrechen, den Kern da rausnehmen und so, das schmeckt bitter. Natürlich das kannst bitter. Du nicht essen. Also das ist bitter wie Sau. Heißt also, Kakao muss noch verarbeitet werden, bis es in der Form ist, wo wir es, in der wir es verzehren können. Genau. Jetzt ist in welcher Form der Kakao hier? Frage ich dich. Da ist da keine Kakaobohne drin. Also ist das ein gutes, hochwertiges Kakaopulver? Oder ist das? Das ist ein Bio-Kakao. Ich habe einen Fertig-Kakao genommen, in diesem Fall veganen Hafer. Kakao, du hast keine Haferallergie. Nein, ich habe eigentlich Allergie nur gegen doofe Menschen. Die kenne ich. Ja, genau. Die kenne ich. Es schmeckt super geil. Wenn ich es dir nicht gesagt hätte, würdest du es wahrscheinlich nicht mal merken. Und der Kakao in Haferkakao ist, so wie ich das kenne, in der Regel relativ intensiv, weit davon entfernt, wie so ein Milchkakao. Milchkakao schmeckt auch immer so ein bisschen nach Milch. Und hier schmeckt der einfach nach Kakao und deshalb liebe ich das. Aber der Milchkakao, wie du ihn gerade benannt hast, ist natürlich ein Kindergetränk. Ja. Und vor allem Kinder sollen auch Milch trinken bis zum Umfallen, das ist auch richtig so, klar. Aber jetzt sind wir hier beim Kakao. Der Haferkakao schmeckt deutlich schokoladiger. Übrigens, Kakao ist ja von Grund aus vegan. Ja. Ne? Ja. Warum schreibt man dann auf manche Verpackungen, wo also auch wirklich Kakao drin ist, vegan drauf? Ja, das will ich dir erzählen. Also erstmal hat es etwas damit zu tun, ob nicht irgendwelche Tiere im Verarbeitungsprozess damit zu tun haben. Wenn zum Beispiel eine Produktion von Wasser wird aus einer Mühle hochgeholt und wird dann abgefüllt, die Flasche, und dann gibst du es weiter. Wenn das aber ein Ochse betrieben hat, hast du das Tier ausgebeutet, dann wäre es schon mal nicht mehr vegan. Also geht es hier gar nicht um die tierischen Inhalte? Es geht um tierische Ausbeutung. Okay. In jeder Form. Das ist
nicht vegan. Denn ich habe auch schon einen. Und dann komme ich nochmal dazu. Und dann ist es so, dass wenn du einen Stempel willst, vegan hier, vegan da und so weiter, dann musst du dafür Geld bezahlen. Dann muss das irgendjemand überprüfen. Ja, und Zertifikat. Genau, brauchst du aber gar nicht. Ich meine, du bist vegan, was willst du mit dem Etikett oder zusätzlichen Stempel? Den musst du nur bezahlen, den muss der Kunde bezahlen. Und deshalb steht es auch manchmal nicht drauf. Manchmal aber wieder doch, weil Bier zum Beispiel nicht automatisch vegan ist. Heute wird es mit Plastik gemacht, aber es wird auch noch mit Tierresten gemacht und gefiltert. Und wenn diese Tierreste dabei sind, dann ist es nicht vegan, obwohl der Prozess an sich nichts mit Tieren zu tun hat. Mhm. Aber gerade Filter oder auch rote Haribo. Haribo hat eine ganze lange Zeit ganz gut viel vegane Produkte gehabt, haben sie es wieder geändert, wieder auf tierische. Und es, da ist auch, selbst wenn sie vegane Gelatine nehmen, ist ganz oft zum Beispiel auch in Haribo und so weiter, rote Farbe sind Blattläuse plattgemault. Ne? Ja, und das ist nicht mehr vegan. Das ist ja halt die allgemeine Definition von vegan. Punkt. Und es eskalierte tatsächlich, dass ich mal eine Flasche Mineralwasser in der Hand hatte. Das war eine Glasflasche. Ja. Und da stand tatsächlich drauf vegan. Und da dachte ich mir, warum ist dieses Mineralwasser als vegan gekennzeichnet? Ist mir nicht in den Sinn gekommen. Wo findet hier ein Tier irgendwo statt? Und dann bin ich dann tatsächlich fündig geworden, dass, und das hast du gerade gesagt, wenn also irgendein Ochsen eine Karre gezogen hat mit den Kakaobohnen hinten drauf, dann ist es vielleicht noch gar nicht mehr, der Kakao nicht mehr so vegan. Mineralwasser, warum ist es vegan? Weil das Etikett auf der Flasche draufgeklebt wird und der Klebstoff keine tierischen Produkte wie Gelatine oder sonst sowas enthalten hat. Also selbst halt. Also vegan soll dann wirklich heißen, hier ist kein Tier beteiligt. Irgendwie nachteilig, aber auch nachteilig beteiligt. Ja, genau. Und wenn das Tier stirbt und man macht aus diesem sagt man toten Tier irgendwas, dann ist es ja zum Nachteil des Tieres. Ne? Genau. Na gut. War der kleine Ausflug in das Thema vegan. Währenddessen sind unsere heißen Komponenten deutlich abgekühlt. Nein, das heißeste ist immer noch heiß. Okay. Und das ist jetzt Temperatur, wo es anfangen wir kann. Haben hier wieder umgefüllt und wir hatten ja in der letzten Sendung, diese Sendung, ja, verkostet. Vorhin schon. Und haben den beide als zu schwach empfunden. Und deshalb habe ich überlegt, wir nehmen ihn nicht für unseren Kakao, sondern greifen auf den sehr viel besser schmeckenden, stärker schmeckenden Navy Island Jamaica zurück und haben den hier wieder abgefüllt in unsere Fläschchen, unsere Zauberfläschchen. Und ich finde, du schenkst uns jetzt mal einen schönen heißen Kakao ein. Ja, also wir hatten den vorhin schon als Grog. Ja. Ne? Und jetzt haben wir ihn statt mit jetzt Wasser mit kommt heißen in den Kakao. Kakao, genau. Vom Mischungsverhältnis sagst du mir, bleiben wir bei 100 Milliliter Wasser beziehungsweise Kakao in diesem Fall. Genau, und den dann können wir schon mal bis zum Eichstrich füllen und dann kommt nur noch das Additiv. Genau. Und wenn du zu Hause magst, kannst du natürlich noch Sahne drauf tun. Auf Zuckerung würde ich jetzt verzichten, aber das kann man natürlich machen. Wer will, kann sich jetzt auch noch Zucker reinschütten. Ja. Auch einen kleinen Tipp, Kakao ist ja ein Pulver, was sich dann auflöst, dann ab und zu mal ein bisschen umrühren da drin, weil sonst hat man ganz zum Schluss das Dicke. Und der andere hat einen ganz hellen Kakao. Ne? So, jetzt der schöne Navy Island noch oben drauf. Ich liebe immer noch dieses Etikett. Ja? Also ich bin ja nun mal so ein Marinefetischist mit einer hohen Affinität zu diesem Thema. Aber das hat man, warum steckt das da wieder rein? Das hat man automatisch, wenn man mal zur See gefahren ist. Ja, groß umrühren brauche ich gar nicht. Wir haben keinen Zucker drin diesmal. Nein. Ja? Und dann bin ich mal gespannt. Prost. Ich sage mal auf dich, auf euer Wohl. Jetzt bin ich gespannt. Ist aber auch heiß. Und man riecht erstmal. Ja, er flippt ja schon wieder aus. Er lehnt sich schon wieder zurück. Alter, Leute, oh, Leute, das Leute. Da kannst du die anderen in die Tonne treten für. Falk, das kenne ich schon von dir. Der ist erstmal raus aus dem Geschäft. Boah, ist das lecker. Hm? Oh, und ich muss dir folgen, ganz ehrlich. Diese schokoladigen Noten mit dem Rum, das ist doch geil. Kleines Quäntchen so viel Rum für Normalus. Das ist selber schuld, ne? Aber das kommt nicht aus deinem Munde. Also zu viel Rum in einem Getränk aus deinem Munde? Für Normalus habe ich gesagt. Ja, gut. Also du hältst dich ich würde sagen, 30, 20 Milliliter hätte es auch getan. Also wir haben ja schon, wir sind am Ende unseres Tastings. Nein, um Gottes Willen, wir halten uns ja weiterhin noch arbeitsfähig, aber wir werden heute nicht mehr fahren oder wohin gehen. Also pass auf. H2
heiße Schokolade oder Kakao mit einem alkoholischen Getränk. Ist mega. Typisch Weihnachtsmarkt, typisch da Tode Tante. Da könnt ihr jetzt noch ein bisschen Zimt drauf. Tode Tante. Und jetzt kann man es variieren, wie du sagst. Ne? Anis würde ich mir auch noch gefallen lassen. Für mich persönlich, No-Go, wäre hier die Sahnehaube. Also wer hier ankommt mit einer Sprühsahne aus der Dose, hätte für mich nur einen einzigen Vorteil. Es hindert den Alkohol am Verdunsten. Aber mehr auch nicht. Vielleicht noch die Optik. Für die Lady, okay, kann man, wenn die das gerne mit Schokostreusel noch haben möchte. Ja, ja, ja. Aber ich bin dafür keine Sahne. Das, wie sagtest du das so schön, das coated Coating, ja. Die Zunge, das heißt, es deckt die Zunge und die Geschmacksnerven ein bisschen ein. Genau, das Fett von der Sahne legt sich auf deine Geschmacksknospen, coated es wie ein Mantel, legt es sich drüber und verhindert quasi den direkten Kontakt des Getränkes mit den Geschmacksknospen. Das erzeugt ein cremiges Gefühl, für viele gewünscht, darum ist es so ein Baileys auch so beliebt, ne? Weil da viel cremig drin ist. Mumba und diesen ganzen Irish Cream Zeug da. Ja, genau, und diese Dinger. Darum sind die so beliebt, weil du den Alkohol praktisch nicht mehr schmeckst und alles sich auf die Zunge legt und das so cremig, weich und mild schmeckt. Klar, da ist auch noch ein Haufen Zucker drin in so einem Baileys. Hier haben wir relativ wenig Zucker drin tatsächlich. Wir haben hier viel, ein bisschen ist was drin. Je nachdem, was für ein Kakao du nimmst. Ja. Also ist meistens ja immer ein Kakaopulver oder ein Kakaoblock oder so. Da ist ja auch so Zucker drin. Ja, ist ein Industrieprodukt, machen wir uns nichts vor. Denn ich hatte ja auch schon gesagt, die reine Kakaobohne als solches, die hat so viel Bitterstoffe. Ja. Die haben wir mit dem Mörser wirklich zerkleinert, dass wir Pulver hatten. Und selbst das mit Wasser aufgekocht, weil man möchte es ja trinken und nicht schnupfen. Bis man diese Bitterstoffe da raus hat, das braucht einen ganzen Prozess. Also wir haben hier einen Kakao, der bringt seine Süße mit. Wir haben die Spritigkeit oder das Alkoholische von einem guten Rum. Von einem guten Rum. Und jetzt kann jeder am Mischungsverhältnis drehen, genau. Ne? Ganz ehrlich. Ich finde das immer schon geil. Also mir gefällt das schon ganz gut. Jo, absolut. 100 Milliliter Kakao, 50 Milliliter Rum. Ja. Das Schöne ist ja an solchen Grog, Tote Tante oder Hot Toddy, dass du dir das selber zubereitest und dann sagen kannst, oh nee, bisschen zu viel davon, bisschen zu wenig davon und dann bist du dein eigener Barkeeper und machst dir das so, wie du das am liebsten möchtest. Ganz und dein allerbester Kumpel sitzt daneben, trinkt das auch und sagt, das war's mit der Freundschaft, dann war sein Mischungsverhältnis einfach falsch. Ille. Herrlich. Ja. Vielen Dank, dass du mich hier heute begleitet hast. Ja, ich danke dir auch. Wenn du willst, dass der Ille wiederkommt, dann lass das unbedingt in den Kommentaren. Und mach ein Like und einen Kommentar, egal, folge dem Kanal und so weiter. Ich muss es nicht nochmal erzählen. Ne? Und auch vom Ille kriege ich ein bisschen was von dir. Ne? Social Media, verlinke ich alles unten. Dann ja, finde ich genau. Auch den Weg zu dir. Ja. Du bist ja auch ein bisschen aktiv. Willst du noch mal was dazu sagen? Ja, also ich komme ja nun mal aus der Medienbranche dann auch. Das heißt, mich findet ihr unter Huggy Entertainment auf den Social Media Kanälen. Und da bin ich natürlich von dem Thema rum ganz weit weg. Ich bin dann eher in dem Bereich Medienproduktion, Musikproduktion. Und mein Gesicht sieht man ja auch bei den ein oder anderen Sendungen im Fernsehen, aller möglichen Sender, privat wie auch öffentlich-rechtlich, sogar eine richtig knallharte D-Max-Dokumentation. Bin ich der ganz harte Hund auf dem Wasser. Ich unterstütze dich sehr gerne, weil das Thema mir gefällt. Ich sage auch trotzdem noch, drink responsibly, wie es so schön heißt. Absolut. Also übertreibt es nicht mit Alkohol. Es ist nun mal auch zu viel. Rauschmittel, ein Rauschmittel, toxisch. Eine Droge kann es auch sein. Und wir wollen hier niemanden dazu verleiten, sich den Alkoholikas zu sehr zu widmen. Wir sehen es und ich sehe es als Genussmittel in Maßen. Übertreibt es nicht. Und selbst wenn wir hier so eine kleine Verkostung haben, planen wir unseren Tag auch so, dass hier kein Rettungswagen mehr vorbeikommen muss. Und ich bin auch nicht jemand, der jeden Tag sich solchen Getränken hingibt, sondern es braucht schon wirklich eine schöne Umgebung, eine schöne Situation. Also, ja, trinkt verantwortungsbewusst, übertreibt es nicht. Die Doris macht das Gift. Und dann sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Einladung und ich komme gerne wieder bei was für einem tollen Thema auch immer. Alles klar. In diesem Sinne, schönen Sonntag noch, schönen Start in die Woche. Bis dann.